Was zum Geier hat das Serienbild mit der Qualität zu tun? Ich stelle noch meine Kamera ein, JPEG oder RAW, Belichtung und so weiter, und das entscheidet doch über die Qualität. Ob ich Einzelbild oder Serienbild wähle, spielt doch überhaupt keine Rolle. Oder vielleicht doch? Wenn du mein letztes Video über das RAW-Format gesehen hast, dann kennst du die Antwort schon und kannst Like da lassen und wieder gehen. Oder du bleibst, weil du hoffst, dass ich dir dieses Mal den Unterschied zwischen 12 und 14 Bit erkläre. Aber fangen wir von vorne an. Wenn du nur in JPEG fotografierst, spielt das tatsächlich keine Rolle, ob du Einzelbild oder Serienbild nutzt. Aber das Beste aus dem Bild rausholen kannst du ja mit dem Dateiformat RAW, richtig? Für die beste Qualität wählst du also RAW. Und egal ob Einzelbild oder Serienbild, in der Datei selbst sieht man doch keinen Unterschied, oder? Doch, beim Serienbild hast du ein 12-Bit-RAW und beim Einzelbild ein 14-Bit-RAW. Was ist der Unterschied? 14-Bit sind mehr Farbabstufung. Das heißt, du kannst das Bild stärker nachträglich bearbeiten. Gerade wenn du die Tiefen hochziehen willst, hast du mit 14-Bit ca. eine EV-Stufe mehr Dynamikumfang. Bearbeitest du wenig, spielt das tatsächlich keine Rolle. Bearbeitest du viel, aber schon. Standard-RAW und Serienbild sind also 12-Bit. Wie kannst du auf 14-Bit stellen? Entweder du stellst auf Einzelbild und nicht Serienbild. Oder du stellst auf RAW unkomprimiert oder, so mache ich das, auf Verlust frei komprimiert. Dann erhältst du bei der Sony 7.4 zwar nur 6 Bilder die Sekunde und nicht 10 Bilder die Sekunde, aber dafür sind das 14-Bit-RAWs. Bei anderen Modellen ist das übrigens ähnlich. Und was heißt das jetzt 14-Bit? Ein JPEG-Bild hat 8-Bit. Ein RAW-Bild kann aus 12-Bit, 14-Bit oder je nach Kamera auch mal aus 16-Bit Farbtiefe bestehen. Aber was heißt das, Bit und Farbtiefe? Ein Bit kann zwei Zustände beschreiben. Beim Computer ist es das typische 0 und 1. Jetzt können wir definieren, dass 0 schwarz ist und 1 ist weiß. Mit diesem einen Bit können wir also zwei Farben darstellen, schwarz und weiß. Für ein Schwarz-Weiß-Bild brauchen wir aber auch Grautöne. 8-Bit wären schon okay, mit 8-Bit kann man 256 Grautöne darstellen. Da hört dann unsere Wahrnehmung auf, mehr Helligkeitsunterschiede können wir auf einem Blatt Papier oder auf einem Monitor gar nicht unterscheiden. Wenn es um ein Farbbild geht, genügen uns diese 256 Farben allerdings nicht, da brauchen wir 256 Farben pro Kanal. Also 256 mal 256 mal 256 ergeben die berühmten 16 Millionen Farben. Und mit diesen 16 Millionen Farben sieht ein Foto aus wie ein Foto. Und genau das enthält eine JPEG-Datei. JPEG-Bilder sind immer 8-Bit, damit ist aber gemeint 8-Bit pro Kanal. Mehr brauchen wir nicht. Hier spreche ich aber über das fertige Bild. Was ist, wenn wir dieses JPEG-Bild erst noch bearbeiten möchten? Leichte Bearbeitungen funktionieren noch sehr gut. Wenn wir aber sehr dunkle Töne im Bild stark aufhellen möchten, das Bild also stärker bearbeiten wollen, dann genügen diese 16 Millionen Farben unter Umständen auf einmal nicht mehr. Und es kommt zu Farbabstufung, auch Banding genannt. Siehst du im Himmel und im Wasser. 12-Bit genügt also normalerweise völlig, um auch Schatten aufzuhellen. Aber mit 14-Bit kannst du das noch einmal etwas besser. 14-Bit enthält mehr Farbabstufung, lässt sich stärker bearbeiten und du hast, wie gesagt, etwa eine EV mehr Dynamikumfang. Deswegen meine Empfehlung, möchtest du die beste Bildqualität, dann verzichte auf 10 Bilder die Sekunde, stell auf verlustfrei komprimiert oder auf nicht komprimiert und du hast 14-Bit-RAWs. Genau das und noch vieles mehr erkläre ich dir übrigens sehr ausführlich in meinem Masterclass zur Sony 7.4. Ich bringe dir das Fotografieren bei und gleichzeitig erkläre ich dir die Kamera und vor allem, wo du alles einstellst. Sehr ausführlich in über 9 Stunden und in über 147 Videos. Ganz ausführlich und so, dass es jeder versteht. Wenn du jetzt neugierig auf meinen Masterclass geworden bist, den findest du hier. Neben der Sony 7.4 gibt es auch Masterclass der Sony 6600, aber auch Canon, Fuji und Nikon. Schau einfach, ob deiner dabei ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.